So Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive und wir stellen euch heute den Mustang als Coupé vor. Wir haben euch beim Marktstart schon das Cabrio vorgestellt und jetzt hat der Händler gerade ein richtig geiles Coupé da, wie ich finde, in einer geilen Kombination. Und haben gedacht, komm, machen wir das Coupé und stellen euch das auch noch vor. Und das machen wir heute. Viel Spaß. Der Mustang startet bei 39.900 Euro als EcoBoost Coupé. Die GT-Variante, also der V8, der wahre Mustang, fängt bei 47.000 an. Den haben wir jetzt auch hier. Gehen wir erstmal so ein bisschen, es ist ja das Facelift vom 2015er Modell, was ich wirklich als sehr gelungen empfinde. Gehen wir erstmal auf die Veränderungen ein, die eben jetzt hier angenommen wurde. Wir haben zum Beispiel Voll-LED-Scheinwerfer. Da ist das Tagfahrlicht jetzt nach oben gewandert und der Blinker dafür nach unten. Das war jetzt beim Vorgängermodell noch nicht so. Finde ich auch sehr schön gelöst. Wir haben Lufteinlässe in der Motorhaube. Wir haben hier neue Streben. Und was hinten neu ist, das zeigen wir euch dann natürlich aber auch nochmal detailliert, sind die Auspuffrohre. Genau. Finde ich deutlich besser. Es ist natürlich nur ein Facelift, wurde jetzt nicht allzu viel geändert. Aber ich finde, das, was geändert wurde, macht Sinn und wirkt nochmal deutlich aggressiver und nochmal sportlicher. Unserer ist jetzt auch 30 mm tiefer gelegt von Eibach, kommen wir aber auf der Seite nochmal drauf zu sprechen. Und deswegen haben wir dieses Coupé euch auch zeigen wollen, weil er wirklich so gut dasteht. Ich finde auch die Farbe sehr attraktiv, dachte bisher, ich nehme immer nur Grau oder Schwarz, so hätte ich jetzt meinen Mustang konfiguriert. Aber das Blau hat mich jetzt doch auch angemacht. Wirkt im Konfigurator, muss ich auch dazu sagen, deutlich dunkler, wie es jetzt in Wirklichkeit ist. Ihr seht ja, wie es aussieht, im Konfigurator wirkt es deutlich dunkler. Gehen wir auf die Seite ein, aber wenn ich da hinlaufe, werde ich euch natürlich auch noch einige Dinge sagen. Erstmal was, wenn ihr die GT-Variante bestellt, also den wahren Mustang, den V8 Mustang, bekommt ihr schon einiges dazu. Zum Beispiel die Klappenauspuffanlage, die 6 Kolben Brembo-Anlage, das GT-Logo und 19 Zoll Felgen und natürlich auch den besseren Motor, den V8 Motor. Jetzt gehen wir auch auf die Farben ein, dazu gehe ich auch noch ein bisschen auf die Optik ein. Ihr könnt auch euch Streifen auf das Auto folieren lassen, schon ab Werk in Weiß oder in Schwarz. Beim Coupé geht es natürlich über das ganze Auto, beim Cabrio hört es beim Dach auf, weil da ja das Stoffverdeck ist. Es gibt insgesamt 8 Farben für den Mustang Coupé. Wir haben jetzt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das Velocity Blau. Wie gesagt, es wirkt im Konfigurator deutlich dunkler, es ist also in Wirklichkeit heller. Es sieht wirklich toll aus in echt. Serienmäßig sind immer 19 Zoll Felgen bei der GT-Variante dabei. Wir haben jetzt, wie gesagt, andere von Oxygen, die 20 Zöller. Sehen wirklich toll aus, stehen im Fahrzeug, gerade mit dieser 30 mm Tieferlegung von Eibach. Sieht der Mustang hier im Coupé wirklich richtig schön aus. Also mir gefällt es richtig gut. Hier steht auch noch 5 Liter, wenn wir den 5 Liter Motor haben. Ich bin ja gerade so der Typ für mehr Speichendesign bei den Felgen, was ich mir privat kaufen würde. Aber die gefallen mir doch auch, gerade mit dem Schwarz und der blauen Kombination vom Auto. Das macht doch einen ganz guten Eindruck. Sieht wirklich sportlich aus, könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr dazu sagt. Dann sind wir hier an der Seite auch schon fertig. Da sehen wir aber schon ein Detail vom Heck, nämlich den Spoiler. Ist für mich einfach ein Muss beim Coupé. Beim Cabrio kann man ihn ja nicht dazu bestellen, aber beim Coupé, finde ich, ist es ein Muss. 500 Euro kostet der extra, ist für mich trotzdem immer noch ein Muss, dass man den drauf bestellt. Sieht einfach nochmal deutlich sportlicher aus. Aber darauf kommen wir jetzt auch nochmal beim Heck drauf zu sprechen. Jetzt gehen wir aufs Heck ein, was ich noch beim Thema Optik vergessen habe zu sagen. Wir könnten natürlich das Dach auch noch in Schwarz färben, Schwarz Mika, wenn man noch den Kontrastfarbe möchte. So, dann sind wir hier am Heck angekommen, gibt es auch ein paar Erneuerungen. Wie gesagt, Spoiler, ihr könnt mal drunter schreiben, ob ihr ihn wählen würdet, aber für mich eigentlich ein Muss beim Coupé. Sieht einfach deutlich besser aus. Hier steht GT bei unserer Variante, hier steht die Rückfahrkamera, hilft auch nochmal. Die Gläser von den Rückleuchten sind bei US-Modell rot, bei uns müssen sie weiß sein. Und dann kommen wir hier unten auf Erneuerungen beim Facelift.
Was für mich wichtig ist, ist die Auspuffanlage, ist eine Klappenauspuffanlage. Da kann man auch den Auspuff mal leise starten, falls man die Nachbarn nicht wecken will. Es gibt normal, es gibt laut und es gibt Rennstrecke. Je nachdem ändert sich natürlich auch die Lautstärke und man kann auch die Uhrzeit einstellen, wann er leise sein darf und wann er laut sein darf. Was aber für mich wichtig ist, ist jetzt nicht die Lautstärkeneinstellung, mir ist eigentlich ziemlich egal, ob meine Nachbarn wach werden, kleiner Spaß. Naja, was mir wichtig ist, sie ist jetzt doppelflutig, das heißt, wir haben insgesamt 4 Auspuffrohre, das war früher auch nicht so, da waren es nur ein Auspuffrohr auf jeder Seite, das heißt insgesamt nur 2. Das sieht jetzt nochmal deutlich aggressiver aus, passt auch besser zu einem Sportwagen. Und der Diffusor ist jetzt auch schwarz gehalten bei jedem Coupé und Cabrio, der war früher nicht schwarz, ich glaube, er war in der Farbe lackiert. Das heißt, wenn ihr jetzt von hinten einen Mustang seht und der ist dann eben unten der Diffusor schwarz, könnt ihr getrost sagen, das ist der neue. Ja, gehen wir noch auf was Wichtiges ein. Ihr könnt entweder über den Schlüssel den Kofferraum öffnen oder hier über diese Taste. Und dann gehen wir noch aufs Kofferraumvolumen ein. Wir haben jetzt hier einiges verstaut, auch unsere Tasche. Blenden euch aber natürlich auch im Detail ein. Ich gehe noch aufs Cabrio ein, für die vielleicht unser Video nicht gesehen haben, aber ich sage es trotzdem, 332 Liter gehen ins Cabrio rein und 408 Liter Kofferraumvolumen haben wir beim Coupé. Finde ich für einen Sportwagen echt okay, da geht auch gut was ein. Thema Alltagstauglichkeit, für diejenigen, die das Fahrzeug dann vielleicht alltäglich nutzen, man kann auch mal einkaufen mit dem Fahrzeug und kann das Fahrzeug durchaus auch jeden Tag nutzen. Jetzt gehen wir auf den Motor ein, dazu sage ich aber noch ein bisschen was. Der Mustang hat mittlerweile auch viel Technik. Es gibt Line Lock, das heißt die Vorderachse wird gesperrt und dann könnt ihr wirklich Gas geben und müsst nicht mehr selber üben, Gas und Bremse gleichzeitig zu drücken, damit hinten die Räder durchdrehen. Das macht er quasi von allein, kann jeder Anfänger ein bisschen Show machen. Gedacht war es zum die Reifen warm machen, aber das wäre nach 2 Sekunden erledigt. Sobald man es länger macht, sind sie dann schon wieder zu warm. Kommt aber auch immer auf den Reifen drauf an. Dann gibt es noch Magne Reitfahrwerk, das kostet 2000 Euro, würde ich euch aber auch ans Herz legen. Das ist das adaptive Fahrwerk, da kann man elektrisch, sind dann die Stoßdämpfer verstellbar. Muss jeder selber wissen natürlich, aber wenn man sich schon so einen Sportwagen gönnt, finde ich, dann muss man auch ein paar Dinge, die wichtig sind, kaufen. Aber Geschmackssache. Dann gehen wir jetzt eben auf den Motor ein. Ich gehe auch auf den EcoBoost ein, weil wir euch das Coupé ja an sich vorstellen. Der EcoBoost muss von der PS-Zahl ein bisschen einstecken, hat jetzt 290 PS, früher 317. Vierzylinder, es gibt auch nur in Amerika nur noch den Vierzylinder oder den Achtzylinder. Dann haben wir jetzt natürlich den interessanteren Motor V8 5 Liter mit 450 PS, früher 421 PS. Die Sonder Edition Bullet, wir können euch gerade mal ein Detail einblenden, ist ja eine Hommage an den Film, hat 460 PS und hat noch ein paar andere Details außen. Da ist vorne kein Pferd drauf, hinten steht dann auch Bullet und der Schaltknauf ist dann auch in weiß gehalten. Also wir haben jetzt den 450 PS, ein ganz normaler V8 Motor vom Coupé, 4,6 Sekunden braucht er auf 100, wenn man schaltet und 250 km/h ist Schluss. Und bei Motoren muss ich sagen, das ist natürlich jetzt, Achtung, meine eigene persönliche Meinung, wenn man sich den Mustang holt, dann eigentlich nur als V8. Klar, man kann auch nur auf die Form stehen und möchte aber Sprit sparen und holt sich dann nur den Vierzylinder, aber ich finde, Mustang, den braucht einfach einen V8 Motor, meine persönliche Meinung. Also ich würde mir keinen Mustang Vierzylinder kaufen, ist irgendwie das Ziel vorbei, dann kann man sich auch was anderes holen, wenn dann den V8. Aber ich will nur meine Meinung, ihr könnt ja mal drunter schreiben, ob ihr euch auch den EcoBoost holen würdet. So Freunde, dann gehen wir noch auf einen unangenehmen Bereich ein, Verbrauch. Erstmal 277 Gramm CO2 stößt auf den Kilometer aus. 61 Liter gehen in das Pony Car insgesamt rein und 12,4 Liter ist der kombinierte Normverbrauch. Dann wollen wir euch auch noch den Innenraum präsentieren, bevor wir losfahren. Wir haben jetzt auch Keyless Go, dann könnt ihr hier auf diese Einkerbungen drücken, dann schließt er ab. Ihr seht es einmal am Blinken und wenn ihr dann einfach wieder reingreift, schließt es wieder auf. Dann könnt ihr den Schlüssel in eurer Hosentasche verstecken. Und dann zeigen wir euch noch den Innenraum vom Coupé. Dann herzlich willkommen hier auch im Innenraum und das handeln wir relativ schnell ab, weil wir ja wollen ja fahren. Erstmal noch was zu den Sitzen. Es gibt 3 Sitzbezüge für den Recaro-Sitz, ja. Dann habt ihr aber keine Sitzheizung und Sitzbelüftung. Da gibt es den schwarz, dann gibt es den in rot und ich meine noch in schwarz-blau, also mit blauen Zionetten. Dann gibt es noch 6 weitere Polster, das ist dann der normale Sitz, könnt ihr auch gerne mal beim Cabrio vorbeischauen, da hatten wir den normalen Sitz verbaut. Da gibt es dann aber auch also 6 verschiedene, das ist dann, da gibt es noch einen Alcantara-Sitz, da gibt es dann einen roten, einen beigen, einen braunen, einen schwarzen und einen schwarz-blauen, also auch
Da kann man sich also viel einstellen und auch viel selber konfigurieren, welche Farbe man da haben möchte. Ich persönlich kann euch nur sagen, dass beide Sitzvarianten bequem sind und einen guten Seitenhalt bieten. Der Recaro wahrscheinlich noch ein bisschen besseren Seitenhalt, also für die Rennstrecke ist der besser. Wenn ihr jetzt aber Wert drauf legt, Sitzheizung und Sitzklima zu haben, dann müsst ihr halt den anderen Sitz nehmen. Das sind so die Faktoren, die da halt eine Rolle spielen. Wir haben das Premium Paket 2, da ist das Sync-Navi-System dabei, Sync 3. Und wir haben auch die B&O-Anlage und die ist wirklich gut. Die hat 1000 Watt, 12 Lautsprecher in dem Mustang, also die ist wirklich gut. Können wir an der Stelle auch sagen. Aufs Multimedia-System gehen wir natürlich auch nachher noch ein. Ansonsten können wir hier über das Lenkrad alles einstellen. Wir können auch hier verschiedene Sachen noch in dem digitalen Cockpit einstellen. Darauf gehen wir auch gleich ein. Das ist nämlich auch eine Neuheit. Das gab es bisher auch beim Mustang noch nicht. Und sonst alles, was Multimedia angeht. Ja, gehen wir es ganz kurz durch, so wie wir auch alle unsere Reviews durchgehen. Wir haben links natürlich die Schalter für die Fenster, links und rechts, können auch den Spiegel elektrisch einstellen und einklappen. Und hier links oben haben wir die Lichteinstellungen, können wir auch auf automatisch stellen, würde ich auch beim LED-Licht empfehlen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir auch direkt aufs digitale Cockpit überwechseln und euch da noch ein paar Dinge zeigen. Wir sind jetzt hier in Normalfahrmodi, da ändert sich natürlich dann auch die Ansicht, das werden wir jetzt gleich am Anfang mal machen. Dann haben wir ganz normal links den Drehzahlmesser und rechts den Tacho. Jetzt werde ich mal hier umschalten. Wir sind jetzt eben im Normal. Sport Plus sieht dann so aus. Ja, das ist dann also die Sportanzeige. Sieht auch schön aus. Dann gibt es ja noch Rennstrecke. Dann haben wir diesen Ansicht. Ja, das ist also wirklich nur die wichtigen Dinge, die man bei einer Rennstrecke sehen muss. Den Gang, die Geschwindigkeit und die Drehzahl ist dann eben oben drüber. Dann haben wir noch einen neuen Modus. Track Strip heißt der. Da ändert sich jetzt vom Ding her nichts, aber wenn man den dann startet, dann erscheint da so eine Ampel und dann hat er volle Leistung und ich kann Gas geben. Ist wie gesagt, ein neuer Fahrmodi gab es bisher auch nicht. Und dann gibt es noch Schnee und Nässe, da sieht er dann wieder ganz normal aus und dann gibt es wieder normal. So, das waren eben die Einstellungen, die sich dann mit der Fahrmodi ändern. Ansonsten sehen wir da die Gradzahl, die es draußen hat. Wir sehen Multimedia, man kann auch den Kompass sich anzeigen lassen. Man kann sich das natürlich einstellen, wie man möchte. Ich gehe jetzt aber mal auf eine wichtige Taste, die ich euch noch zeigen möchte. Da kann man sich einiges einstellen. My Mode heißt, da kann man sich sein Tacho so einstellen und dann, wenn man das dann einfügt, dann kann man diesen anwählen und dann ist der Tacho so, wie man sich selber eingestellt hat. Lohnt sich natürlich nicht, wenn man Einzelfahrer ist, weil dann hat man es einmal eingestellt und ändert es nicht mehr. Wenn es aber mehr Fahrer gibt, kann da jeder seinen eigenen Status oder seinen eigenen Mode speichern. Dann gibt es hier Auspuffklang, das hatte ich ja draußen schon einmal angesprochen. Da kann man dann eben leise, normal, Sport oder Rennstrecke wählen. Oder auch ein ruhiger Start, falls man eben mal am Morgen startet und niemand wecken will. Aber das ändert sich auch automatisch beim Fahrzeugmodi. Das zeigen wir euch dann während der Fahrt. Dann gibt es Track-Apps. Da kann man sich eben noch den Beschleunigungstimer einstellen, die Bremsleistung, Rundenzeiten anzeigen lassen und die Startoptionen. Automatisch oder Track-Race-Countdown, Rennstrecken-Countdown. Also wirklich alles auf Sportlichkeit ausgelegt. Es gibt eine Schaltpunktanzeige, Launch-Control kann man hier machen, die Drehzahlanpassung, Messinstrumente anzeigen lassen. My Color, da kann man hier nochmal sechs Farben wählen, die sich hier anzeigen soll. Also die Anzeigendarstellung, wir haben sie in Blau, finde ich am schönsten. Instrumentendarstellung kann man hier auch nochmal eben wählen. Entweder, dass es sich mit dem Fahrmodus ändert oder ich kann es von mir aus auch einstellen, dass es immer sportlich aussieht oder immer normal. Ja, also man kann sich wirklich sehr viel einstellen, wie man es von den digitalen Cockpits gewöhnt ist. Das geht auch hier beim Mustang. Gehen wir noch ein bisschen hier auf die Mittelkonsole ein. Wir haben hier eine sehr schöne Leiste. Ich würde aber das Carbon-Styling-Paket nehmen. Dann ist das hier im Carbon-Optik mit Kombination dem Alcantara sitzen. Aber die sieht auch schön aus, ihr seht sie ja. Wir haben drei Lüftungsdüsen, links und rechts auch nochmal eine. Und dann gehen wir hier auf den integrierten Bildschirm ein, per Touch steuerbar eben Sync 3. Wir sind jetzt hier in der Audioeinstellung, Radio kann man auch noch auswählen, die Quellen, Handy oder AUX oder USB-Stick. Wir haben euch das auch schon oft gezeigt, werden jetzt also nicht mehr detailliert eingehen. Aber das ist natürlich das System, was wir von Ford kennen. Klimatisierung, Telefon, also das Handy verbinden, Navigation, es gibt noch mobile Apps und Einstellungen. Ja. Okay, da gehe ich einmal drauf, um euch zeigen, was man da alles einstellen kann. Das werden wir euch zeigen. Klang ist natürlich interessant, wenn man hier die B&O-Anlage hat. Das sind die Einstellungen, die man hier vornehmen kann. Navigation zeigen wir euch noch die Kartendarstellung. Die Navigation von Navigation hier unten, die verschwindet dann auch nach einer Weile. Werdet ihr auch gleich sehen. So sieht eben die Kartendarstellung aus. Und sobald die dann verschwunden ist, die Leiste,
kann der dann hier die Mitsteuerung auch wieder herholen und dann zum Beispiel durch ein Audio wechseln. Einfaches System finde ich von vorne nämlich sehr, sehr gut. Ist schön zu bedienen, sehr einfach, findet man sofort zurecht, gefällt mir gut. Dann haben wir hier, kann man das natürlich auch noch ausschalten. Man kann auch noch den nächsten und den vorigen Titel wählen, kann auch hier noch mit Rädchen, die auch einen hochwertigen Eindruck machen, lauter leiser schalten oder die Radiosender auch nochmal wechseln. Hier ist dann die Klimasteuerung, die kann man auch an- und ausschalten. Man kann sie auf die Heckscheibe und die Frontscheibe konzentrieren lassen. Und wir können natürlich aber auch Wärme und Kälte stellen. Ist eine Zwei-Zonen-Klimaanlage, also der Beifahrer kann was anderes machen wie ich. Im Fahrzeug ist natürlich auch noch zirkulierbar, falls es außen unangenehm riecht. Und auf Auto kann man es auch stellen. Jetzt haben wir hier noch, und das gefällt mir auch wieder wirklich schön, hier noch so ein paar Schalthebelchen. Hier noch ein rot umrandeter Start-Stopp-Knopf. Sieht auch schön aus, da starten wir das Fahrzeug. Hier haben wir den Hebel für den Warnblinker, den kann man dann wie ein Flugzeug so nach oben drücken. Hier kann man das ESP ausschalten. Hier sind die Lenkradeinstellungen. Was heißt die Lenkradeinstellung? Das heißt, wir können im Normalmodus fahren, können aber trotzdem das Lenkradverhalten trotzdem sportlich halten. Das finde ich gut. Also man kann da vom Fahrzeugmodi nochmal unterscheiden, die Lenkradeinstellung. Oder ich fahre zum Beispiel sportlich, aber die Lenkradeinstellung ist noch normal. Also das geht. Hier sind die Fahrzeugmodi, also da kann ich dann eben umschalten von normal, Rennstrecke, Dreckstrip und was da alles gibt, Schnee, Klette, das mache ich dann alles hier. Das finde ich sehr schön designt, gefällt mir auch gut. Hier unten ist noch ein USB und ein AUX-Anschluss. Der Zigarettenanzünder findet sich hier noch und dann sind wir auch hier schon beim Schalthebel. Wir haben jetzt hier den Schalter, 6-Gang, sonst gäbe es ja noch neu das 10-Gang-Automatikgetriebe, was wir euch beim Cabrio vorgestellt haben. Auch das ist ein Grund, warum wir das Coupé genommen haben, weil das der Schalter ist. Dann haben wir euch beides mal vorgestellt. Aber die meisten sind ja sowieso beim Mustang für das Schaltgetriebe. Und ich muss auch sagen, es sind schön knackige Schaltwege, macht Spaß. 2 Cupholder haben wir hier noch, passt auch gut was rein. Auch die sind nachts nochmal mit einer Ambientebeleuchtung umrandet. Sieht sehr schön aus in Blau. Und dann haben wir hier noch ein kleines Fach, auch nochmal mit USB-Anschluss und auch nochmal mit einem Zigarettenanzünder hier. Also es ist trotz, dass es ein Sportwagen ist, viel geboten, muss man sagen. Kann man hier wirklich nicht meckern. Ich bin ca. 1,85. Wir schauen uns das Platzverhältnis noch im Mustang an. Habe auf jeden Fall genügend Kopffreiheit, zur Tür auch genügend Platz. Kann das Lenkrad natürlich auch noch einstellen. Und habe auch hier genug Platz. Auch die Armauflage ist ein bisschen weiter hinten, aber auch die reicht für 2 Personen aus. Jetzt ist es ein sportliches Coupé, ein Sportwagen. Wir haben auch hinten noch 2 Plätze mit Isofix sogar. Und das ist auch schon das Thema. Ich würde es einfach für Kinder, ja, würde ich den Platz vorsehen. Als erwachsene, große Person hat man da hinten nicht wirklich viel Platz. Aber ich tue euch den Gefallen und zeige es euch mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Aber es ist natürlich nicht so angenehm wie hier vorne. Hier vorne gibt es überhaupt nichts zu beanstanden, auch als große Person. Ich bin groß, aber hinten ist natürlich dann schon ein Krampf. Ich habe es für euch getan, aber ihr seht selber, viel Platz ist für eine große Person hier hinten nicht. Würde ich also echt stark begrenzen, die Mitfahrt hier hinten. Fahren wir natürlich den Mustang auch noch eine Runde. Und ihr merkt es jetzt schon beim Runterschalten, er gibt Zwischengas, wenn man runterschält. Ja? Also das heißt, man kann auch wirklich richtig sportlich mit dem Fahrzeug fahren. Und das macht hier wirklich deutlich Spaß. Ich war ja immer der Meinung, dass ich ein Automatikgetriebe möchte, auch bei einem Sportwagen, auch bei dem Mustang, als wir euch das Cabrio gezeigt haben, das 10-Gang Automatikgetriebe. Ist halt einfach angenehmer, aber was ich dort auch schon gesagt habe, was der Nachteil ist, er möchte natürlich immer ökonomisch schalten und geht sofort nach oben, was sich negativ auf den Sound auswirkt. Und beim Schalter kann man natürlich selber wählen, wie viel Drehzahl man haben möchte, dementsprechend wie viel Sound man an die umliegenden Mitmenschen abgibt. Ja. Es gibt da hier wieder Zwischengas, wirklich schön. Aber was ich jetzt eigentlich damit sagen wollte, mir macht das 6-Gang-Schaltgetriebe hier auch deutlich Spaß. Das sind kurze, knackige Schaltwege und man kann damit wirklich sehr schön sportlich um die Kurven fahren. Fahrwerk ist super, es ist komfortabel, aber auch wirklich
bodennah. Jetzt klar, durch die Tieferlegung noch mal ein bisschen mehr. Aber er liegt wirklich wie ein Brett auf der Fahrbahn. Und auch die Kurvenlage ist 1A. Ja. Werden wir nachher auch noch mal sehen. Ja, da haben wir eine kleine kurvige Strecke vor uns. Da werden wir das dann eher mal ausnutzen. Jetzt geht es noch so ein bisschen darum, wenn wir hier in der Stadt sind, dass wir auch so ein bisschen sparsam fahren können. Wir können natürlich sportlich fahren, dann verbrauchen wir halt ein bisschen was. Wir können aber auch wirklich schön in sechsten Gang 100 fahren und dann ist auch wirklich mal sparsam. Und das sage ich jetzt nicht nur einfach so, sondern man kann auch wirklich sparsam mit dem Fahren verhältnismäßig mit einem V8. Ja, das geht auch. Das heißt, man hat dann eine Spreizung zwischen, ich fahre jetzt wirklich im Alltag zur Arbeit und verbrauche nicht viel und ich habe wirklich ein Spaßauto, Rennstrecke oder auch mal zwischen den Ortschaften ein bisschen schneller fahren. Die Übersichtlichkeit können wir hier noch in der Stadt machen, weil wir da eh nicht zufahren. Die Übersichtlichkeit finde ich eigentlich für so ein Sportcoupé recht in Ordnung. Wir sehen vorne gut raus und zu den Seitenscheiben auch. Die B-Säule ist etwas dicker, da ist dann ein kleiner toter Winkel, aber auch hinten sehe ich wieder gut raus und was mir auch beim Spoiler wieder gut gefällt, den sehe ich auch während der Fahrt. Jetzt muss man hier ganz kurz warten. Hier gibt es ein kleines Problem. Ja, aber das macht auf jeden Fall einen guten Eindruck, die Rundumsicht. Die B&O-Anlage finde ich top. Wenn wir gerade im Innenraum sind, kann ich das noch sagen. Die gibt einen guten Klang ab, kann man sich schön einstellen, passt. Wenn man sie nicht benutzt, wenn man eher den Klang von außen hören möchte, das klappt auch gut. Also man hört den Klappenauspuff hier innen auch sehr deutlich, macht Spaß. Man kann aber auch natürlich das Fenster runter machen und hört es selbst noch mal ein bisschen besser. Im Sommer geht es natürlich, im Winter natürlich nicht. Nee, aber der Sound passt. Ist ja ein eigenständiger Sound. Ist jetzt kein AMG-Sound oder kein RS-Sound, kein Porsche-Sound, sondern ist einfach der Mustang-Sound, ein reinrassiger V8, amerikanischer Sound. Also mir gefällt er wirklich gut. Die Motorhaube ist sehr lang, was man ja auch außen schon sieht, aber es stört mich jetzt bei der Übersichtlichkeit nicht. Also einparken kann man mit dem trotzdem gut. Wir haben ja aber auch eine Rückfahrkamera, die zumindest hinten hilft. So, jetzt haben wir vor uns diese kurvige Strecke, da werden wir jetzt auch so ein bisschen mal auf die Power und auf die Bremsen eingehen. Die Bremsen sind auf jeden Fall top, die zähle ich auch beim Mustang als Assistenzsystem mit dazu, die Brembo-Bremsen, weil die einfach mit der Power klarkommen. Ja, die bremsen also dieses Fahrzeug sehr gut ab, obwohl es ja doch recht schwer ist und man ja relativ schnell mit dem Fahrzeug fahren kann. Und die Brembo-Bremsen, die bremsen das Fahrzeug doch sehr stark ab. So, jetzt sind wir hier in den Kurven, dann kann ich hier auch abbremsen. Das macht er sehr gut. Wir haben hier eine gute Kurvenlage. Wir hatten nie das Gefühl, aus der Kurve rauszufliegen. Und nochmal runterschalten. Hier aus der Kurve raus beschleunigen. Überhaupt kein Problem. Also ich muss nie Angst haben, dass ich aus der Kurve rausfliege. Kurz vor der Kurve nochmal abbremsen. Und wie gesagt, mit der Zwischengasfunktion könnte man auch deutlich sportlicher aus der Kurve rausfahren. Aber da wir jetzt noch andere Verkehrsteilnehmer haben, muss ich da einfach Rücksicht nehmen. Wir sind hier leider nicht auf der Rennstrecke und kann hier nicht alles voll ausleben. Aber die Kurvenlage ist echt exzellent, weil man hat ja Angst bei einem Hecktriebler, dass er vielleicht mal ausbricht oder so. Nee, also ich habe wirklich hier keine Angst, die vollen 450 PS wirklich auszuleben. Auch im Kurvenende nicht, wo ich mit anderen Fahrzeugen doch auch mal eher Respekt hatte. Aber mit dem Mustang muss man da keine Angst haben. Wenn man wirklich nicht große Blödsinn treibt, kann man da wirklich, da macht man nichts falsch. Jetzt müssen wir hier halt kurz warten. Wir sind halt hier nicht alleine im Verkehr, Fahrradfahrer. Können wir hier mal überholen, ohne dass er vielleicht vom Stuhl fliegt mit dem Sound. Also es passt. Sportlich kann man fahren mit dem kurzen Schaltwegen, kurz und knackig. Er liegt gut auf der Fahrbahn und die Lenkung kann man sich ja auch nochmal einstellen. Ja, ob sie nochmal ein Stück agiler sein soll, also dann kann sie auch sportlich sein, obwohl wir im Normalmodus sind. Und im Sportmodus ist es dann nochmal ein Stück sportlicher, nochmal ein Stück lauter, macht einfach mehr Spaß. Also man kann wirklich entscheiden, fahre ich heute eher ruhig oder bin ich heute der sportliche Typ. Mit dem adaptiven Fahrwerk natürlich nochmal ein Stück besser, ganz klar. Aber auch mit dem Serienfahrwerk, das wir jetzt hier haben, macht es schon echt Spaß. Also ich mag den Mustang. Die Power reicht auch aus, 450 PS, geht wirklich gut nach vorne. Und ja. Wegen dem Schaltgetriebe müsst ihr euch natürlich selber fragen. Wollt ihr es lieber selbst machen mit dem manuellen 6-Gang-Getriebe oder wollt ihr das neue Automatik 10-Gang-Getriebe? Wie gesagt, es hat alles so seinen Charme. Natürlich
richtig selber entscheiden und sportlicher kann man mit dem Schaltgetriebe fahren. Wenn man das Automatikgetriebe nutzt, kann man auch mal wesentlich entspannter fahren, gerade auch mal was Stau angeht. Da hat man aber halt dann den Nachteil, dass er die ganze Zeit hochschellt. Also wenn man eher soundlastig fahren will, der schellt halt direkt hoch. Aber dort gibt es ja auch wieder so einen manuellen Modus, wo man dann selber schalten kann. Muss man sich so ein bisschen selber überlegen. Ich bin jetzt zweigeteilt, ich bin jetzt auch den Schalter gefahren und mag den jetzt auch sehr zu meiner Verwunderung. Ich bin kein Schaltfreund, aber bei Mustang ist es doch angenehm, auch mal selber zu schalten und macht auch deutlich Spaß. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich nehmen würde. Es hat beides wirklich seinen Vor- und Nachteil. Müsst ihr selber wissen. Was ich jetzt nicht sehen könnt, aber was ich euch schon mal sagen kann über die Nacht. Und zwar, wir haben hier LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent und das funktioniert wirklich top. Also der schellt es früh genug zurück und schellt es auch direkt, wenn der Gegenverkehr vorbei ist, wieder ein. Und es bietet auch eine weite Sicht des LED-Licht. Also auch das ist kein Problem. Die Recaros Sportsitze haben wir im Innenraum schon gesagt, aber auch die sind wirklich bequem, auch bei längerer Fahrt und bieten einen guten Seitenhalt für die Freunde, die wirklich mal auf die Rennstrecke damit gehen wollen. Und das kann man mit dem Fahrzeug wirklich gut. Rundum toll gelungenes Fahrzeug. Ich mag den Mustang. Facelift noch mal einen Ticken besser geworden. Jetzt auch noch mal technisch angehobener mit wirklich LED-Licht, mit dem Magna-Ride-Fahrwerk, mit dem Lock-Funktion und so weiter. Also kann man wirklich nicht meckern. Wenn ich hier einen Nachteil aussprechen müsste, dann, dass es ein Führerschein-Vernichtungsmaschine ist, weil man wirklich dauernd zu schnell ist. Man gibt wirklich Gas, genießt den Sound und guckt auf den Tacho und sagt, schau wieder 130 auf der Landstraße. Der Sound ist wirklich gut. Blende euch aber auch noch Szenen von außen ein, wie er sich außen anhört. Und es gibt auch ein extra Video, wo es nur um den Sound geht. Das machen wir bei Sportwagen so, hat auch der Mustang verdient. Haben wir auch schon bei allen anderen Mustangs gemacht, die wir euch gezeigt haben. Und das bekommt auch das Coupé. Jetzt gehen wir zum Fazit über. So wie er hier steht, sieht er natürlich auch top aus mit der Tieferlegung, mit der schönen blauen Farbe, mit den Felgen. Aber jetzt gehen wir zum Fazit über, was gefällt mir und vielleicht gibt es ja auch was, was mir nicht gefällt, aber ich glaube nicht. Kommen wir zum Fazit über den Mustang. Ich habe es, glaube ich, beim Cabrio-Video schon gesagt, dass ich den Mustang mache, ist kein Geheimnis. Wir haben aktuellste Technik, wir haben sogar Assistenzpakete wie Pre-Collision, wir haben LED-Scheinwerfer und wir haben auch Technik, die vielleicht für die Verspielten unter uns, wie gesagt, das Line Lock und Magna Ride. Also wir haben wirklich viel an Bord für, und das haltet euch fest, ich sage es einfach, für einen akzeptablen Preis. Jetzt kostet der, so wie er hier steht, 50.000 und das finde ich echt nicht viel Geld für das, was wir da bekommen. Wir bekommen echt ein Auto, das, klar, man kann es auch im Alltag nutzen, wir haben genug Kofferraum und wenn man zu zweit ist, kann man es wirklich im Alltag nutzen oder auch mit kleineren Kindern bis, also wenn sie halt einen Kopf kleiner sind wie ich, bis dahin ist kein Problem hinten. Es ist also auch im Alltag nutzbar. Aber man hat auch, wenn man den als Zweitwagen kauft, hat man auch ein extrem fettes Spielzeug sich gekauft. Gerade mit dem V8-Motor macht er echt Laune. Der Sound passt, die Technik passt, das Design passt. Ja, man kann ja auch wirklich mit den Farben spielen. Man kann ja sich noch Streifen drauf machen oder noch eine Kontrastfarbe aufs Dach. Also da findet jeder was. Wer den Mustang schlecht findet, kann ich nicht verstehen. Jetzt gibt es natürlich auch einige, die sagen, der Camaro ist geil. Das ist ja sein größter Konkurrent, auch in dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist auch kein schlechtes Fahrzeug. Da müsste ich jetzt tatsächlich mal überlegen, wen ich da nehmen würde. Aber der Mustang hat es mir auf jeden Fall angetan. Gerade das Facelift sieht nochmal deutlich aggressiver vorne aus. Und ich habe also auch eine neue Farbe gefunden. Wie gesagt, bis jetzt hätte ich ihn in Schwarz oder Grau genommen. Aber jetzt muss ich sagen, das Blau finde ich echt richtig geil. Müsst ihr euch mal in echt anschauen. Also ich würde ihn ab jetzt in Blau nehmen mit schwarzen Felgen. Das sieht echt gut aus. Spoiler, wie gesagt, für mich Pflicht. Jetzt ist interessant, was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Interessiert euch der Mustang gar nicht? Oder sagt ihr, jawohl, das ist ein Fahrzeug, das ich mir auf jeden Fall mal kaufen möchte? Es ist ja auch so gesehen eigentlich eine Legende wie der 911er. Den gibt es fast genauso lang. Schreibt drunter, was ihr über das Fahrzeug denkt, ob ihr euch auch den EcoBoost vielleicht nehmen würdet. Farbentechnisch, was ihr nehmen würdet. Den Spoiler interessiert mich. Einfach eure Meinung. Oder vielleicht auch die Sonderedition Bullet. Ja, gibt es vielleicht auch einige, die die Sonderedition nehmen würden. Also das Fazit ist positiv. Es gibt eigentlich nichts Schlechtes über das Fahrzeug zu sagen. Preis-Leistung passt, Design passt deutlich, Technik passt. Wir haben auch innen drin viel Technik an Bord. Wie gesagt, Navigationssystem. Man kann auch Sitzheizung haben, Sitzklima. B&O-Anlage mit 12 Lautsprechern, was will man mehr?
Und für Sound außen ist auch gesorgt. Selbst für die Nachbarn. An die Nachbarn denkt Ford auch mit dem Auspuff, den man leise schalten kann. Also es gibt alles. Positives Fazit, ich mag den Mustang. Das Video ist jetzt an der Stelle beendet. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr über das Fahrzeug denkt. Haut einfach unten alles rein. Und wenn ihr uns abonniert, sehen wir uns beim nächsten Fahrzeug direkt wieder. Ciao.